Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, der Beteiligungsbericht 2012 ist neu erschienen, insofern ist das Thema aktuell. Aber 2012 ist ja nun schon eine Weile her und so richtig frisch ist ja damit nicht mehr. Also mein erster Wunsch an die Koalition wäre, dass der nächste Beteiligungsbericht vielleicht etwas zeitnaher vorgelegt wird. Und Herr Schröter hat ja jetzt viel mit Zahlen hantiert, mit Passagier- und Kostensteigerungszahlen und vielem anderen mehr und sich damit so ein bisschen als Sprecher der aktuellen Kamera bei der Berichterstattung über die Ergebnisse des 5-Jahr-Plans qualifiziert. Aber das Thema der Aktuellen Stunde ist ja jetzt nicht so sehr das Lob der Zahlen. Es stimmt schon. Der Beteiligungsbericht und die Beteiligungsunternehmen insgesamt weisen seit 2005 ein positives Saldo an Gewinnen und Verlusten aus. Das stimmt. Aber noch im Jahr 2002, also als die Diebken-Regierung am Ende war, lag dieses Saldo bei minus 1 Milliarde €. Das ist erstmal der Ausgangspunkt der Dinge, über die wir hier reden. Und insofern spiegelt der Beteiligungsbericht 2012 auch nicht die Erfolge schwarz-roter Beteiligungspolitik wider, sondern letztlich die Ergebnisse rot-roter Konsolidierungspolitik. Denn ein besonderer Einsatz dieser Koalition kann im Beteiligungsbericht 2012 noch überhaupt keinen Niederschlag gefunden haben. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass Sie seinerzeit große Mühe hatten, Ihren eigenen Laden beieinander zu halten. Von Politik war da nicht zu spüren. Die Mühe haben Sie heute auch und von Politik ist heute auch nichts zu spüren, aber dazu komme ich gleich. Der Beteiligungsbericht hat in der Tat in den letzten 10 Jahren einiges an Aussagekraft gewonnen. Wir erinnern uns, die Berliner Bankgesellschaft ist zum Desaster geraten, weil eine öffentliche Kontrolle öffentlicher Unternehmen de facto nicht standfand. Das Einzige, was die herrschende Politik in den 90er Jahren interessiert hat, war die Senkung von Lasten in die Landesunternehmen, die Plünderung des Eigenkapitals, die Zweckentfremdung der Unternehmen für die Hobbys der Regierenden und die Verwirklichung abstruser Metropolenträume. Bankgesellschaft, Wasserbetriebe, Stadtreinigung, Wohnungsbaugesellschaften, sie alle waren mehr oder weniger gegen die Wand gefahren. Und deswegen waren erstmal Strafverfahren, Sanierungen und Personalentwicklung das, was unter Rot-Rot angegangen werden musste. Und vieles von dem, was Herr Schröter hier als angebliche SPD-Erfindung gelobt und gepriesen hat, haben wir der SPD unter Rot-Rot mühsam abbringen müssen. Daran erinnere ich mich. Dass wir jetzt Zielbilder und Eckzahlen haben, dass die Vorstands- und Geschäftsführungsgratifikationen veröffentlicht werden, dass geschlechtssensitive Daten endlich in den Beteiligungsberichten auftauchten, all das war vor 12 Jahren nicht so. Und dass die Aufsichtsratsmitglieder bestimmten Ansprüchen genügen müssen, dass sie auch im Landesinteresse tätig sein sollen, dass über die Unternehmen überhaupt Aufsicht zu führen ist, dass es eine Corporate Governance der Landesbeteiligung gibt, all das war damals kein Standard. Und auch wir haben erstmal dafür gesorgt, dass sich Berlin bestimmter Beteiligungen entledigt. Herr Garmer, Ihre Thesen zum Wohl und Wehe staatlichen Handelns, alles schön und gut. Die Porzellanmanufaktur und die Feuerwehrsicherung öffentliche Leben, die haben wir damals verkauft, weil die Diebken-Regierung diesen Mut nicht gehabt hat und weil wir der Ansicht waren, dass überteuertes Porzellan oder die Versicherung von Twin Towers auf anderen Kontinenten nun nicht zu den Aufgaben von Landesunternehmen gehört. Deutlich werden im Beteiligungsbericht allerdings auch die Defizite. Und wenn Herr Schröter hier die Zahlen der Frauenquote in den Beteiligungsunternehmen nennt, seit dem Antritt von Schwarz-Rot sind diese Zahlen wieder rückläufig. Mein Herr Gott, tut doch endlich was! Tut doch endlich was! Und ich halte mal fest, die Entwicklung von Steuerungsinstrumenten über die öffentlichen Unternehmen, da hat diese Koalition nichts mehr getan. Sie hat sich auf dem ausgeruht, was Rot-Rot damals zu Wege gebracht hat. Ich erinnere mich nur daran, dass die Wirtschaftssenatorin als allererstes das Aufsichtsratsbüro aufgelöst hat, was wir unter Rot-Rot zur Kontrolle der Anstalten eingerichtet haben. Kann man natürlich machen, aber hat mit Kontrolle öffentlicher Unternehmen nichts zu tun, sondern einfach sie dem Selbstlauf zu überlassen. Was die Zahlen angeht, Ergebnisse des operativen Geschäfts sind das eine. Aber dann gibt es natürlich auch noch Altlasten, beispielsweise die Pensionsaufwendungen bei der BVG. Solche Altlasten sind ja keine Schulden aufgrund politisch oder wirtschaftlich falschen Handelns, sondern sind ja politisch verantwortet. Und die brauchen deswegen auch eine politische Lösung. Ich kenne keinen Tilgungsplan des Senats. Und Herr Schröter, quatscht lieber mit Frau Grosse, anstatt mal zuzuhören. Auch er hat dazu nichts gesagt. Da hätten Sie ja mal die Chance gehabt, Ihre Ideen hier zu präsentieren. Was wollen Sie mit den Altlasten bei der BVG machen? Nix. Sie stecken den Kopf in den Sand und lassen die Schulden bei den Beteiligungen einfach mitlaufen. In der Zeitung konnten wir ja jüngst nachlesen, wie kenntnisfrei Sturmowski und Sarrazin, Klammer auf, SPD, Klammer zu,
mit BVG-Vermögen Finanzmarktspekulationsgeschäfte abgezogen haben. Also wenn man sich das durchliest, da bleibt einem echt die Spucke weg. Das gibt es in keinem Film. Beide sind heute nicht mehr da. Der eine ist allerdings immer noch aufrechter Sozialdemokrat. Aber die Lasten dieses Missmanagements, die tragen wir immer noch. Welche Folgen hat das? Also unter Schwarz-Rot kenne ich keine einzige zusätzliche Entscheidung, den Geschäften der Landesunternehmen irgendwelche Ketten anzulegen. Ich kenne keine. Möglicherweise haben Sie ja eine Strategie, aber dann haben Sie es echt geschafft, die erfolgreich vor dem Parlament oder der Stadtgesellschaft geheim zu halten. Und dann bleiben da noch die Pannengeschichten, 185 Millionen Euro, allein Berliner Anteil bei der Flughafenholding. Naja, Herr Ströter, also für die steigenden Passagierzahlen in Tegel können Sie nun wirklich nichts. Da können Sie nun wirklich gar nichts dafür. Das ist nicht Ihre Leistung. Aber die 185 Millionen bei der Flughafenholding, das ist die Leistung dieses Senats. Da muss man doch mal drüber reden. Und wie Rot-Schwarz die Verantwortung für die eigenen Pannen bei den Berliner Wasserbetrieben wahrgenommen hat, darüber haben wir hier nun schon oft diskutiert. Herr Schröter, Sie können sich ja jetzt noch die nächsten 10 Jahre loben für den Rückkauf der Anteile. Aber es bleibt dabei, Sie haben das verbockt. Sie haben in den 90er Jahren die Wasserbetriebe teilprivatisiert. Und Sie haben bis heute keine Bereitschaft gezeigt, außer die Berlinerinnen und Berliner dafür zahlen zu lassen, für dieses Desaster auch mal Verantwortung zu übernehmen. Und dann sind da noch die Schattenhaushalte. Wenn die rot-schwarzen Blütenträume reifen, wird gerne, wie in den 1990er Jahren, den öffentlichen Unternehmen der Auftrag erteilt, sie zu realisieren, ohne dass es dafür 1 Cent öffentlicher Mittel gibt. Die öffentlichen Unternehmen werden in die Verschuldung gezwungen und der Finanzsenator klopft sich stolz auf die Brust, weil der Jahresabschluss des Landes positiv ist. Solche Milchmädchenrechnungen, Herr Ströter, würde sich kein privater Konzern mit seinen Tochterunternehmen leisten. Denn hier werden die Lasten der Gegenwart in die Zukunft verschoben und unter Rot-Schwarz hat diese Augenauswischerei wieder Hochkonjunktur bei den Berliner Wasserbetrieben und bei den Wohnungsbaugesellschaften. Meine Damen und Herren, Beteiligungskontrolle und Steuerung ist mehr als das punktuelle Nachsteuern und das Abfeiern von meist vermeintlichen Erfolgsgeschichten. Das eher hilflose Hineinregieren nach Gutsherrenart ist deshalb auch kein Ausweis von Konzepten und Kontrolle, sondern bestenfalls ein Ausweis von Planlosigkeit. Wir hatten lange nicht mehr so viele freiwillige und unfreiwillige Abschiede von Führungspersönlichkeiten in den Landesunternehmen wie in den letzten 2,5 Jahren. Sensibilität scheint nicht die Stärke des Wowereit-Senats zu sein, eher Dampfwalze. Dass bei der Verabschiedung von Holger Lippmann nicht einmal die Staatssekretärsebene der Finanzverwaltung anwesend war, das ist beredter Ausdruck des Umgangs dieses Senats mit den Führungsetagen der Berliner Unternehmen. Dabei wäre es ja wirklich mal wichtig, über die Rolle der Landesunternehmen bei der Bewältigung der Probleme einer wachsenden Stadt, bei der Realisierung des sozialökologischen Umbaus und der Energiewende, bei der Schaffung guter Arbeit zu diskutieren und auch darüber, was solche Zukunftsinvestitionen kosten. Also, in Bezug auf Bäderbetriebe und BVG, Wasserbetriebe und Stadtwerk scheint die Koalition weder ein Konzept zu haben, als zu beabsichtigen, mal eins zu entwickeln. Da sagt der Wasserbetriebechef Simon heute in der Zeitung, ist ja schön und gut, dass das Stadtwerk nicht mit Strom handeln kann, weil diese Koalition in ihrer Kompetenz, in ihrer Stadtwerkskompetenz das am grünen Tisch so beschlossen hat. Nur es funktioniert nicht, da sagt Herr Simon, der von Ihnen Beauftragte sagt, dass der Quatsch, den Sie da beredet haben, nicht funktioniert. Die COA schweigt es weg. Herr Ströter, kein Wort. Ohnehin lange nichts mehr gehört vom Stadtwerk. Wie ernsthaft sind die Bemühungen, Berlin Energie als kommunalen Netzbetreiber aufzubauen? Nussbaum soll irgendwo gesagt haben, eine Stadtwerk-Holding wäre eine gute Idee. Na schön und gut, aber Idee reicht halt nicht. Man braucht auch ein Konzept und Umsetzungskompetenz. Beides hat diese Koalition nicht. Gestern war bei der IHK eine große Veranstaltung zum Grundwassermanagement in Berlin. Wird das hier irgendwo diskutiert? Nein, kein Thema. Bäderbetriebe, je nach Standortkonzept 100 bis 200 Millionen Euro Sanierungsbedarf. Wird das hier irgendwo diskutiert? Nein. Stattdessen werden die Eintrittspreise erhöht und Saleh halluziniert über ein Spaßbad im Tierpark. Bis 2020 müssen die Nahverkehrsleistungen um mindestens 4% steigen. Wenn ich mal über die S-Bahn-Kapazitäten jetzt nicht rede, was bedeutet das für die BVG? Mindestens 7% Angebotssteigerung. Wo ist der Nahverkehrsplan? Wo sind die Konzepte, welche Leistungen die BVG erbringen soll und wie das finanziert werden soll? Stichwort Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaugesellschaft. Sie reden von Geld, aber Sie haben keine Idee, wie dieses Geld eingesetzt werden soll, um langfristig einen Sektor der Wohnungswirtschaft fern von Profitorientierung zu etablieren. Mir fiele noch manches ein.
Beteiligungspolitik im eigentlichen Sinne gibt es bei dieser Koalition nicht. Der Senator setzt auf betriebswirtschaftliche Rationalisierung und Unterbringung ihm gewogener Leute. Aber die eigentlichen Fragen, und das, meine Damen und Herren von der Koalition, ist leider permanent aktuell, die werden nicht bearbeitet. Welche Aufgaben sollen sie erfüllen? Wie kann das sozial geschehen? Wie können Synergien genutzt werden? Und wie kann dieses Controlling vernünftig organisiert werden? Sie mögen das für oberlehrerhaft halten. Wer allerdings in dieser Aktuellen Stunde erwartet hätte, dass von Ihnen, von der SPD, hier immer mehr kommt als Ströthersche Sonntagsreden, der sah sich enttäuscht. Ich fürchte, Ihre Beteiligungspolitik der letzten 2,5 Jahre ist eine Bankrotterklärung.